Lulu war eine Dame von Welt. Ich hab sie auf der Party gesehen und ich wollte ihr eingestehen, dass sie mir ausgezeichnet gefällt. Alles war beinahe klar mit uns beiden, doch ihr Vater, der war ein Baron und er liebte den vornehmen Ton. Drum sprach ich zu ihm ganz bescheiden: Gestatten Sie, Monsieur, dass ich mich einmal erkläre. Ihre Tochter, die wäre gerade die Frau, die ich verehre. Gestatten Sie, Monsieur, muss ich erst noch lange fragen? Oder darf ich es wagen, zu Ihnen Schwiegervater sagen? Er entdeckte an mir keinen Tadel, doch für Lulu, da wollt er einen Mann. Einen Mann, der viel Geld hat und Adel, trotzdem hörte er mich nochmal an. Gestatten Sie, Monsieur, dass ich mich einmal erkläre. Ihre Tochter, die wäre gerade die Frau, die ich verehre. Gestatten Sie, Monsieur, muss ich erst noch lange fragen? Oder darf ich es wagen, zu Ihnen Schwiegervater sagen? Doch Lulu hat nen Playboy genommen, der Baron nennt ihn nun Schwiegersohn. Der spricht niemals im vornehmen Ton. Wie ist er nur auf sowas gekommen? Gestatten Sie, Monsieur, dass ich mich einmal erkläre. Ihre Tochter, die wäre gerade die Frau, die ich verehre. Gestatten Sie, Monsieur, muss ich erst noch lange fragen? Oder darf ich es wagen, zu Ihnen Schwiegervater sagen? Zu Ihnen Schwiegervater sagen? Zu Ihnen Schwiegervater sagen?